Warum marschierte die polnische Armee 2020 in Tschechien ein? Aufgrund der Corona-Pandemie riegelten damals immer mehr Länder ihre Grenzen ab. Das galt auch für Polen und Tschechien. Zur Grenzsicherung setzten die Nationen unter anderem im Militär ein. Deshalb schickte Polen ein paar seiner Streitkräfte in die Nähe der Ortschaft Pilzimów, ein kleines polnisches Dorf direkt an der tschechischen Grenze. Fast alle Gebäude von Pilzimów befinden sich auf polnischer Seite, mit Ausnahme dieser kleinen Kapelle hier. Als am 28. Mai 2020 ein lokaler Bauingenieur genau dorthin wollte, stoppte ihn plötzlich die polnische Armee. So wie ihm erging es auch vielen weiteren Besuchern. Der Grund? Die Soldaten hatten die Landesgrenze wohl etwas weiter nördlich vermutet, als sie eigentlich ist. Durch Beschwerden und Zeitungsberichte erfuhr dann die tschechische Regierung davon, die kontaktierte natürlich sofort ihre Kollegen in Warschau und nach einigem Hin und Her zog Polen letztendlich seine Soldaten wieder ab. Falls du noch mehr solcher kurzen Infovideos sehen möchtest, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren.